hier ist es ein bisschen hallig. Das ist das Stockwerk über unserer Wohnung. Das habt ihr ja noch sehr selten und vor allen Dingen nicht am Tage gesehen. Weil ich es euch nicht erlaubt habe, Freunde. Ja, Freunde, heute. Friends, wir wollen euch heute was zeigen und zwar. Ich fange mal von vorne an hier. Ne? Ich bin da so, schlafe hier in meinem Bett, stehe ich auf, gehe zur Tür, mach die Tür auf und sehe, etwas, was wir bestellt haben, ist da. Und zwar, liebe Freunde, wir haben uns ein paar Fitnessgeräte bestellt, weil hier so viele riesige, ihr seht es ja, richtig große Räume. Und wir haben gedacht, yo, weil wir auch im Fitnesscenter angemeldet sind, ja, wäre eigentlich voll cool, weil manchmal hat man nicht so Bock, dahin zu gehen. Wäre eigentlich mega cool, wenn wir uns einfach Fitnessgeräte so kaufen. Und das haben wir dann gemacht. Und einen Raum so als Fitnessraum gestalten. Aber das ist natürlich logischerweise nicht dieser hier. Kommt mal mit. Hier, mein Crib, ne? Oh, Freunde, das ist wirklich so nice, ey. Schaut euch das an. Mega. Das ist so krass. Guckt euch das an. Mega! Ach ja, ich habe übrigens eine Sonnenbrille, weil ich gerade von draußen komme. Ich lege die mal ab. Schaut euch das mal an. Das zeigen wir euch als letztes hier. Also hier, einfach eine Bank, ne? Kennt ihr, Bankdrücken, bla bla bla. Gewichte noch geschenkt bekommen vom Laden. Mega nice, danke dafür. Ach ja, dieser Typ, als die das alles hier aufgebaut haben, ist er abgehauen und hat so gesagt, yo, meine Freundin, die hat so einen kleinen Bruder. Der ist 17 und der schaut das alles so. Und ja, könnt ihr dem was geben? Habe ich so gesagt, ja, okay, weil diese Poster gerade angekommen sind, habe ich dem einfach eins geschenkt, weil ist schon mega die harte Arbeit gewesen. Die mussten das alles hier hochtragen, aufbauen etc. Grüße an euch. Hier haben wir so eine Kraftstation. Hier natürlich das klassische Laufband. So geil auf jeden Fall. Und jetzt. Jetzt das kommen wir hier das Beste. Zum Highlight. Wahrscheinlich kennt das sowieso wieder die meisten von euch, aber hier ich als Hinterwäldler, ne? Schaut euch das mal an, das sind zwei Kurzhanteln, aber normalerweise hat man ja immer so eine riesige Bank, da sind so sau viele Kurzhanteln drauf, da sind halt die verschiedenen Gewichte drauf. Aber hier, das ist alles in einem, schaut mal hier am Rand, 16 Kilo jetzt, machen wir hier, keine Ahnung, ja, machen wir 14. Dann macht ihr auf der Seite hier auch 14, dann nimmt er sich hier das mega raus, stark, was der braucht. Könnt ihr das hier wieder rein tun? Und wenn ihr mehr braucht, ich sag jetzt mal 20. Ja, dann zieht er sich da 20 raus. Stark. Das ist mega stark, wirklich. Das ist vor allen Dingen mega Platz sparen. Auf jeden Fall sau nice, liebe Freunde. Ich bin irgendwie sau stolz auf diesen Raum. Ist auf jeden Fall mega geil, dass wir hier jetzt halt auch quasi nachts trainieren können. Freunde, es ist wirklich, also das war der Fitnessraum eben und das ist glaube ich ja erst der erste Raum, den wir euch jetzt fertig in dieser Wohnung gezeigt haben. Also der ist auch, da kommen noch, da mehr, kommt Geräte, noch mehr rein, aber wir gucken erstmal. Ihr seht schon, also wir wollen hier wirklich jeden Raum, den wir jetzt neu noch in dieser Wohnung haben, wollen wir sowas Krasses draus machen. Ey, guck mal, was kann man hier draus machen? Diese Wohnung wird noch so nice. Das hier wird einfach. Das wird einfach so ein Ultra-Gaming-Zimmer, ja, glaube ich. Wir haben auch so gesagt mit Melina, die meinte auch schon, lass uns so einen Tisch kaufen, so einen Ultra-Tisch und dann stellt man alle PCs nebeneinander und man streamt oder so von hier immer nebeneinander das oder man zockt dann. Das so witzig. Diese Wohnung jetzt so. Nice friends. Das sind natürlich nicht die einzigen Pläne, die wir haben. Kommt mal mit, ich begleite euch. Denn hier, da ist die Eingangstür. Hier wollen wir auf jeden Fall, ihr könnt es sehen, so ein Musikzimmer draus machen. Das wird auf jeden Fall saugeil. Wir waren auch schon im Music Store und haben so nach solchen Schalldämmungsplatten, gesucht, die man hier dranhängen kann. Dann meinte der Typ da, yo, Styropor ist viel besser etc. Wollen uns auf jeden Fall richtig professionell da beraten lassen. Wird auf jeden Fall auch mega geil hier, wenn wir hier drin halt quasi so ein eigenes Tonstudio haben. Freunde, und ich will dieses Ende des Videos nochmal nutzen. Ich habe es gestern auf Snapchat gesagt, mir ist gestern nochmal klar geworden, so, ich habe mal so zurückgedacht, YouTube vor 6 Jahren oder so, es hat alles angefangen, dass man wirklich einfach hochgeladen hat, worauf man Bock hat. Man hat über nichts nachgedacht, man hat einfach das gemacht, worauf wir Bock haben. Und dann ist mir gestern klar geworden, dieser TV,
wir verfolgen einfach dieses ursprüngliche YouTube-Konzept. Wir machen einfach, worauf wir wirklich Bock haben und ihr feiert das mega. Gestern wieder dieses, oder vorgestern, haben wir einen Prank hochgeladen. Ich glaube, für einen Second Channel, das hat irgendwie 78.000 Daumen. Das ist mega wirklich, ey, ein fettes Shoutout und danke an euch. Das ist der beste Kanal wirklich, den es jemals ist halt, hat. TV, der beste Kanal! Krasseste Challenge, Freunde. Ihr wisst ja, ich bin hier der Oberbogenschütze, ne? Und da oben seht ihr, es hängen noch keine Lampen, deswegen hängen da diese Kabel raus. Wenn ich dieses Ding treffe, dann gebt ihr diesem Video verdammt nochmal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ah! Warte! Okay. Ey, nee, ich verfehle das zu 1000%. Okay. Okay, und... Nein! Oh, Killer, Alter!